Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hotel Silber in Stuttgart. Hier an diesem Ort erinnern wir in jedem Jahr mit einem lebendigen und heiteren Swingfest an Helmut Baumann und die lebensfrohen Swingkids. Diese Veranstaltung muss in diesem Jahr ausfallen. Deshalb gilt mein besonderer Gruß den Akteuren, dem Jazz-Trio Drahtzieher, den Tanzlehrerinnen Frankie Du und Tanja Schröpfer und unserer Unterstützerin Laura Halding-Hoppenheit. Mein besonderer Dank gilt meinem Team vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Initiative Hotel Silber e.V. Das erste Swingfest haben wir zur Eröffnung des Hotels Silber 2018 hier gefeiert. Das Swingfest ist eine gemeinsame Veranstaltung vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Wir sind hier ja im Team und als Team haben wir dieses Swingfest am Ende vom Jahr zusammen organisiert. Und es war auch für uns eine Gelegenheit, nach einem arbeitsreichen Jahr gemeinsam zu feiern. Ich persönlich war sehr begeistert von dieser Idee, gerade an so einem Ort ein Fest zu veranstalten und Swingmusik zu machen und zu tanzen. Ich hatte da, als wir das erste Mal gefragt wurden, gleich ein Zitat von dem jüdischen Komponist Leonard Bernstein im Kopf, das mich schon länger begleitet. Der hat gesagt, die beste Antwort auf diesen ganzen Schrecken und den Terror ist es, einfach noch schönere, noch mehr und noch intensivere Musik zu machen. Oh, ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, dass wir in Hotel Silber Leben bringen. Es war Kultur, es war Ideologie, es war Vergangenheit, Respekt und trotzdem eine wunderschöne, freundliche und glückliche Abend. Die Musik und alles hat uns in Vergangenheit zurückgestellt, aber in eine Vergangenheit, wo wir einen Blick in eine glückliche Zukunft gesehen haben. Also so eine wunderbare Abend kann man mit nichts vergleichen und ich hoffe, dass wir bald wieder das erleben dürfen. Und genau wie ihr wahrscheinlich auch, wäre auch ich auch dieses Jahr wieder sehr gerne zum Swingfest ins Hotel Silber gekommen. Ich wäre nicht allein gekommen, genau wie die letzten Jahre, hätte ich auch dieses Jahr wieder mit großer Freude meine Partnerin Tanja mitgebracht. Und warum Swing? Swing war ganz banal erstmal die Popmusik der damaligen Zeit. Aber Swing war etwas mehr als das. Es war die vielleicht erste internationale politisierte Jugendkultur. Swingmusik war im Nationalsozialismus verpönt. Die amerikanischen Einflüsse waren unüberhörbar. Der ganze dazugehörige Tanzstil passte überhaupt nicht in die gleichgeschaltete Gesellschaft, in die uniformierte Gesellschaft. Die, die Swingmusik hörten, sagten von sich vielleicht auch voller Stolz, dass man zu Swingmusik nicht marschieren kann. Der 2018 leider verstorbene deutsch-jüdische Jazzgitarrist Coco Schumann, der hat es in einem Zitat schön auf den Punkt gebracht, als er sagte, wer den Swing in sich trägt, kann nicht mehr im Gleichschritt marschieren. Und so kam es, dass eben auch hier vom Hotel Silber aus vor allen Dingen Jugendliche, die diese Musik gerne hörten und sich zu Gruppen zusammenschlossen, von hier aus verfolgt worden. Zum Beispiel der Swing Club Bad Cannstatt hier im Norden von Stuttgart. Unter ihnen war zum Beispiel Helmut Baumann, der diese Musik sehr, sehr gerne hörte und von der Gestapo dann verhaftet wurde und hier im Hotel Silber verhört wurde. Also die Gruppe bestand so aus 10 bis 15 jungen Menschen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt waren und die sich einfach zum Musikhören getroffen haben. Sie trugen Homburg, sie waren lässiger gekleidet, sie hatten ein bisschen längere Haare. Sie hatten keine Lust auf den Drill, sie hatten keine Lust auf die Doktrin, die damals geherrscht hat, wie man zu sein hat als junger Mensch. Ja. Und sie haben sich dem entzogen, wo es ging eben. Ja. Also hier sehen wir die Anstecknadel, die damals die Swing-Jugend getragen hat. Also jetzt speziell diese Gruppe in Cannstatt. Einer der Mitglieder hat die hergestellt und die haben die hier unter dem Revers getragen von ihrem Mantel, was auch schon sehr gefährlich war.
wenn das jemand gesehen hätte. Ja, aber es war ihnen wichtig. Trotzdem, ja, es war schon ein Akt der Rebellion, das hier zu tragen. Wahrscheinlich ist die Gruppe denunziert worden und es wurden alle verhaftet. Herr Baumann wurde als quasi Führungspersönlichkeit dieser Gruppe angesehen und wurde von der Gestapo verhaftet. Von dem Beamten Klein wurde hierher gebracht und wurde hier verhört. Er wurde in dem Verhör geschlagen und hat damals zu uns eben sehr eindrücklich gesagt, er hat bis heute nicht verstanden, weshalb. Ja. Singfest im Hotel Silber ist so ein Thema, das wirft immer wieder bei dem einen oder anderen Fragen auf. Darf man das überhaupt? Ein Fest am Ort des Grauens, ist es nicht pietätlos? Also ich denke, dass dieser Ort ein Recht auf Vielfalt hat. Und dieser Abend ist ein Teil der Vielfalt. Man darf in diesem Hotel nicht nur traurig sein, wenn man an die Geschichte denkt. Man muss Mut haben, neue Energie bringen und viel Dankbarkeit. Ja, Herr Baumanns Liebe zur Swingmusik ist geblieben. Und ich denke, dass es ihm gut gefallen hätte, wenn er gehört hätte, dass wir das Swingfest hier gefeiert haben und getanzt haben hier in diesem Gebäude, wo er wegen seiner Liebe zu dieser Musik ja, tief gedemütigt wurde und weshalb er von hier aus dann auch ins Gefängnis geschickt wurde. Wir danken den wunderbaren Künstlern, die jedes Jahr für uns da waren und uns hier so einen wunderbaren Ball bereitet haben. Und wir danken euch, dass ihr uns die Treue haltet und wir hoffen sehr, dass wir uns nächstes Jahr hier wieder sehen und wieder ein schönes Fest zusammen haben können. Bleiben Sie gesund und guten Mutes. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Wir hoffen, nächstes Jahr findet das Swingfest wieder statt. Dann sind wir natürlich wieder gerne dabei und spielen für alle, die dort tanzen und einfach feiern wollen. Bis dahin, bleibt gesund und wir spielen jetzt noch eine Kleinigkeit. I'll see you in my dreams. One, two, one, two.